Oh mein Gott! Bro, das ist halt echt krass. Ich hab irgendwas gegessen. Ich frag sie mal eben, ob es geschmeckt hat. Schon mal, sie sagt nein. Es hat dir nicht geschmeckt. Dass so Skorpione, diese ganzen Insekten, ja, dass das in Thailand nicht normal ist. Also die Einheimischen essen es nicht. Das ist einfach eine Touristenattraktion. Ach so, also das ist nur für Touristen hier und Einheimische essen das gar nicht. Touristen denken, dass sie das hier essen, aber es ist, glaube ich, nur für die Touristen. Die Einheimischen essen sowas, glaube ich, nicht. Habe ich gehört. Aber okay, wir werden jetzt von allem etwas probieren, okay? Ja, okay, Digga. Oh Mann, Bruder. Wir holen uns so einen Mixteller. Oder sind das Heuschrecken? Ich glaube, das sind Heuschrecken, Bro. Ich soll mal erklären, was das alles ist. Ja. Hey, warte. Da bei diesen großen Skorpionspießen, ich glaube, dahinter sind noch abgefuckte Spieße, die richtig ekelhaft waren. Oh mein Gott. Ja, da sind Kakerlaken, glaube ich. Wo denn? Oh mein Gott, da bei den großen Skorpionen, da, die hinteren, da sind auch Kakerlaken dabei. Oh mein Gott! Das hat Flügel. Das ist ein riesen Flügel-Ding. Das ist schon echt dick ekelhaft. Kakerlaken finde ich schlimmer als Skorpion sogar. Erstmal ein Skorpion. Guck mal, die ist jetzt ein Skorpion. Sollen wir uns das erstmal angucken? Oder sollen wir direkt selber rein? Die Frau hier. Die Frau jetzt, die hat sich eingekauft. Guck dir da, zack. Und der wurde irgendwie noch mit Salz oder so gestreut. Aber die bietet schon uns an. Ich glaube, das ist unser Skorpion. Nee, das ist für sie. Die hat gerade schon gezahlt. Okay, ich glaube, das hier sind Larven. Das sind Maden. Das hier sind Grillen. Das da sind Heuschrecken. Rechts weiß ich ehrlich gesagt nicht. Links. Ah, Bruder, das war alles gefreestylt. Ich weiß nicht, ob ich mit irgendwas recht hatte. Okay, jetzt. Es geht los. Nein, Skorpion als letztes. Erst die einfachen Sachen. Eine Made zuerst. Eine Made. Eine Made. Two. Also ey, wenn jemand von euch schafft, das Teil zu essen. Ey, Digga. Das ist... Ey, Hammer, das finde ich ekelhaft für ein Skorpion. Das also 50 für alles. But small. Ja, ist okay. Yes. Okay. Wollt ihr von allem eins oder was? Aber dieses große Ding, wenn das jemand von euch isst. Oh, Bruder, die macht schon zu viel, ja. Ey, Digga, die macht echt zu viel rein. Die macht so eine Bowl für uns. Ja, Junge. Man denkt, das ist so eine leckere Bowl, die wir essen wollen. Digga, das sieht so eklig aus, ne? Ja. Junge. Ich ekel mich schon vor denen, wenn die in meinem Zimmer sind und so. Sehr ehrlich, die einfachsten, also die... Hast du einen Spieß? Nee. Egal, da machen wir von einem. Ja. Womit sollen wir anfangen? Ich glaube, die Maden. Die sehen noch am verträglichsten aus. Warum? Weil die halt relativ klein sind auch. Sieht aus wie Pommes. Ey, wir können auch mit Fingern nehmen einfach. Und hier? Oh mein Gott, warum beißt sich das rein? Digga. Ja, die sind entspannt. Ey, die sind aber nicht mehr am Leben, nee. Nein. Okay, 3, 2, 1. Digga, was für Anstoß. 3, 2, 1. Lecker. Ja, ich schwöre, schmeckt. Ne? Wie so Chips. Nicht so lecker wie Chips. Aber die kann man machen, ne? Safe. Ohne Spaß, wenn die jetzt als Snack in Deutschland irgendwie so, so kleine Pommesstreifen wären. Der Nachgang ist eklig, Digga. Zu Pulver. Ja. Dann. Ja. Was sind die Proteine, Leute? Okay. Das war voll okay. Ja, aber. Jetzt gehe ich mit gutem Gewissen in die anderen Sachen rein, weil die viel ekliger aussehen. Viel ekliger. Ey, so eine riesen Fliege, Digga. Das ist keine Fliege, glaube ich. Das ist diese Fledermaus. Gebt euch. Alles gut? Boah, das ist schon sehr eklig, Digga. Ja, und ich habe gerade einen Oktopus gegessen. Willst du damit weitermachen? Oder es gibt nichts mehr so Entspanntes, weißt du? Doch, hier. Ja, so eine Larve. Boah. Ey, krass, dass du die ganzen Begriffe kennst. Ich glaube, es ist eine Larve. Was hättest du gesagt, Ahmed? Keine Ahnung. Aber Larve hört sich richtig an irgendwie. Ja, Larve hört sich. Sollte schon passen, ja. So eine Raupe oder so. Nimm einfach. Frittierte Raupe vielleicht oder so. Boah, ich glaube. Okay, man muss sagen, Digga, ich zitter einfach ein bisschen. Ich hoffe einfach, die haben so eine Schokofüllung. Ich muss aber sagen, das ist so ein bisschen härter auch und so. Ich glaube, das ist verträglicher. Ich glaube, die haben so eine richtig ekelhafte Füllung. Hier können auch ja Gedärme und sowas drin sein. Okay, go. Ist gut. Die Füllung ist so, als wäre es so mehr frittiert. Als ob. Einfach Chinese in ihm. Turbo. Ernsthaft? Okay, es geht, aber es hat schon dezent eklig geschmeckt. Es war besser sogar.
Als das davor? Weil es so ein bisschen kräftiger war. Nee. Man muss sagen, die schmecken aber alle relativ salzig, also trotzdem wie Snacks. Ja. Aber das gerade eben, das war so weich reinbeißen und so und dann mit dem Bild vor Augen, was es ist, ich glaube, das macht es schlimmer, als wie es eigentlich ist. Vor allem bei den Fliegen hier. Oder guck mal hier, eine riesige. Ey, wir müssen, es muss jetzt krasser werden. Oh, der ist verbrannt sogar. Gott, wir müssen, Angebot hier. Ich glaube, wir müssen eine Fliege nehmen. Schönen Hand nehmen, ja. Warum sieht so aus? Er kennt jemand gut aus. Ey, Digga, also viele wissen gar nicht, ich habe eine Insektenphobie, ne? Das ist gerade für mich wie die Revenge meines Lebens, tote Insekten zu essen, aber ich finde es so ekelhaft. Guck mal, hier so Flügel einfach, Bro. Ich glaube, Flügel schmecken sogar noch am besten. Meinst du? Ja. Bruder, auf geht's. Ey, Digga, du bist so all ready, ne? Ja, Bruder, ich komme aus Bangkok. Komm, 3, 2, 1. Ah. Du darfst dir einfach nicht vorstellen, was das ist. Schmeckt nussig. Chill, Bruder. Das war auf jeden Fall das Schlimmste bis jetzt. Ja, aber nicht schlimm. Doch. Ja, genau. Man merkt richtig, dass er Vietnamese ist, Junge. Ich wusste gar nicht, dass wir Wasser haben. Also, ich muss jetzt nicht kotzen davon. Warum nicht? Man kriegt's runter. Und vor allem. Das Ding ist, wenn du nicht wüsstest, was es ist, dann müsstest du aber. Dann wär's nicht noch. Ja, dann wär's noch einfach zu vertragen. Aber einfach, weil du weißt, du isst gerade so Augen und sowas mit. Was haben wir noch? Wir haben noch die große, ne? Ansonsten sind wir durch. Digga, dann kommt gleich. Guck mal, was ein Oschi das ist. Nee, das hier. Ja, ich weiß, das hier. Oh mein Gott. Aber was ist die Welle? Oh. Das ist die Welle, oder? Warum habe ich die größte genommen? Nimm du auch mal die hier. Oder nimm klein Steaks. Du musst die hier. Du hast gerade so große Töne gesprungen. Ich glaube, das könnte gut schmecken, weil es klein und so. So ein bisschen dünner. Das? Ja, genau. Natürlich. Genau. Aber anstoßen. Das ist die letzte und dann nur noch Skorpion. Warte, du, ich fütter dich und du fütterst mich. Dann kriegst du ja die große wieder. Du kriegst die große. Also meine ist noch viel größer. Schmeckt besser. Schmeckt gut, das schmeckt gut. Nein. Noch eine nicht, aber die hat echt ganz okay geschmeckt. Ne? War schlimmer als gedacht, ne? War nicht so schlimm wie gedacht. Ja, aber ich glaube, Skorpion ist jetzt nochmal ein anderes Level. Okay, can we get this? Yes. Ich habe einfach so zwei Spieße in der Hand. Alter. Die denkt sich gerade auch, was das für abgefuckte Jungs, was falsch bei denen. Guck mal, die besprüht das mit irgendwas. Ja, das ist Sojasauce. Gewürze. Kannst du das nehmen, Ahmed? Damit ich es zahlen kann? Digga, das ist wirklich geil. Seitenstraße. Komm. Wobei, lass doch zuerst mal die Scheren. Die Scheren? Ja. Kann man die essen? Ja, du kannst das Ding komplett essen. Die Scheren. Erstmal die Schere abbeißen. Das ist ekel. Warte. Haben wir es doch? Ah. Aua! Der hat mich gestochen! Digga, das ist schon echt hart, ne? Schmeckt die Krebs für mich. Ich hab noch nie Krebs gegessen. Aber er schmeckt nicht schlecht. Findest du es eklig? Ich finde es nicht so krass eklig, weil ich finde auch, es sieht cool aus, aber ich glaube auch, dass dieser Bereich ekliger ist. Ja. Das war so ein Beinchen als nächstes. Warum essen wir den komplett? Wir zerteilen den, ne? Ja, safe. Ah, der Nachgang ist immer räudig. Ja. Das ist auch übrigens eine sehr, sehr gute Date-Idee, falls ihr mal mit einer Frau oder so irgendwo gehen wollt und dann einfach von einem Skorpion beides zusammen abbeißen. Wie viele? Die zwei großen. Ah, das? Ja.
Das schmeckt gut. Ja, bin ich ehrlich. Das schmeckt viel besser als die Feige. Ja. Schmeckt einfach knusprig. Wie so ein Chip. Man kann vieles mit Chip vergleichen, weil das einfach so gesalzen ist, knusprig und dünn. Die haben das gut gewürzt. Aber ich glaube, das... Müssen die aber auch, damit man das überhaupt essen kann. Ich glaube, das ist das Freundlichste jetzt. Bei dem Stück vom Schwanz noch? Boah, ich nehme nicht so gern Schwanz in meinen Mund. Aber okay, weil er nicht so groß ist. Also, bist du anfangen? Ja, okay, ich mach. Oder Vergiftung kommt rein. Genauso wie ein Wein. Hier hätte ich tatsächlich wirklich ein bisschen Angst, aber gut, dass du den gefährlicheren Part abgeschnitten hast. Ja, ist okay. Die Beine waren aber leckerer, muss man sagen, weil die dünner waren einfach. Und da merkt man es nicht so krass, dass man gerade ein Tier isst. Und jetzt essen wir einfach diesen Body. Ich bin echt gespannt, ob da drin so Innereien und so sein werden. Ja, lass es heraus. Ja, halt mal kurz. Mein Ding, meine Nase läuft die ganze Zeit, ja? Hat irgendwer von euch ein Stück dabei? Nein, ne? Nimm meine Hand. Okay. Bruder, ich spüre deinen Bart, ja? Das war echt sehr, sehr sass gerade. Willst du zuerst? Das hat schon echt nicht geil angefühlt. Ah, das ist so weiß. Ja, ja, du musst rein, weiß einfach jetzt. Einfach rein, ding, ding. Das wird schlimmer gleich. Das wird gleich schlimmer. Weiß rein! Ja! Oh nein, das sieht gar nicht lecker aus. Das sieht gar nicht lecker aus. Oh nein, oh nein. Ey, Bruder, ja, kotzen, ich weiß. Ich bin nicht kotzen, alles gut. Ja, ich mache einfach besser. Das Ganze? Nein, hier. Das ist schon unnormal räudig, ne? Ich schwöre, das bei mir schon. Also ich vertrag wieder, aber Hamed, Alter. Das ist mir gut gegangen. Ich muss sagen. Das schmeckt echt gut. Ey, du bist einfach anders. Geiler Typ, Alter. Deswegen hast du das komplett gegessen. Einfach das ganze Ding gegessen. Ich höre, du hast ein bisschen Wasser für die Kakerlake. Wow. Ich hab dir auch noch Wasser. Also das war mit Abstand das allerekelhafteste. Da tut alles rein. Leute, die folgenden Szenen sind Toss. Wenn Tolga jetzt auch noch ein bisschen bei... können wir nicht zeigen. Moment, ich bin 10.000. Ich werde es nicht essen. Hello. How are you? Bruder? Ist okay. Ist okay. So, wir fangen wieder mit Beinen. Oh, guck mal, die Augen. Auf süß. Das ist gar nicht süß, Digga. Das ist 0,0 süß. Ohne reden, einfach reinbeißen. Das rein, ist auch rein, lock, richtig, Bruder. Richtig Schluck nehmen. Das ist richtig locker. Du hast ein bisschen drin. Wir sind jetzt dran gewöhnt, wir sind abgehärtet. Schnickschnack Schluck um den Kopf, Digga. Bitte einmal Schnickschnack Schluck gewinnen. Okay. Schnickschnack Schluck. Schnick, schnack, schnuck. Ja! Ja! Oh ja! Ja! Okay. Stark. Viel Spaß mit dem Kopf, Digga. Auf, Mann. Oh mein Gott, Digga. Guck mich noch so an. Boah. Ach du Scheiße, Digga. Das ist schon viel, gell? Schalt den fest, ja. Kleine Babymaus, Alter. Lass es schmecken noch. Genieß es. Guck mal ihn an. Schmeckt gut? Ich schwöre, schmeckt gut. Ist das Beste bisher? Nein, nicht das Beste, aber so im Vergleich zu den anderen. Die Skorpions. Ja, sehr. Aber ich habe nicht die Innereien bekommen. Du hast dann... Ach, ja, nice, Digga. Ja, okay, dann essen wir das zusammen. Ja, komm. Ja, aber jetzt bist du ja dran. Ja. Weg damit. Ich habe echt Angst, jetzt langsam in diese Innereien reinzugehen, ne? Weil da kommen welche. Das ist 100% klar. Ja, komm. Mein Vater hat einen Mann erzogen. Kein kleinen Jungen. Mein Vater hat einen Mann erzogen, kein kleinen Jungen. Alter, der kleine Junge, ey, kein Wunder reinzuweisen. Stell dir mal vor, da kommt so
Flüssigkeit raus und so. Halt durch. Oh, 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 oh. Weiter. Oh. Runterstocken. Okay. Wir müssen andere Szenen gerade switchen. Das ist ein Turbulenz gewesen. Ah, wie geil er sagt. Nein. Wie, nee. Du musst direkt raus. Hast du rausgeholt? Ich hab was gekotzt. Ich schluck runter. Hier, trinken. Trink. Ey, lass mir mal ein bisschen übrig noch. Kurz das Schlimmste, was du bis jetzt gegessen hast. Ja, ich komm wieder ohne zu harte Antwort. Oh. Achtung, der sagt gleich, schmeckt gut. Ja. Wir müssen die Szene wieder wechseln.